Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 zur aktuellen Sendung vom 24. bis 28. Mai. Der Mai hat es wirklich in sich gehabt mit den vielen Feiertagen, aber damit ist ja jetzt erst einmal Schluss. Trotzdem geht die Feierei weiter. Am kommenden Samstag ist Kindertag und da starten in vielen Orten zünftige Kinderfeste. Auf dem einen oder anderen werden wir uns sicher auch sehen. Wahrlich jung sind auch unsere Themen. Heute von der Pädiatrie bei Sana über das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager bis zu einer Band, die am letzten Wochenende ihre Konzertpremiere hatte. Doch zuerst kommen die Nachrichten nach der Programmübersicht. Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Hey, mach's doch! Geh wählen! Am 9.6. sind Kommunal- und Europawahlen. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Unterstützt vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Familiencampus Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, die Woche mit den aktuellen Nachrichten und den wichtigsten Meldungen der Woche. Der chinesische Batteriehersteller S-Volt wird seinen Standort in Lauchhammer nicht wie geplant umsetzen. Das gab das Unternehmen Freitagnachmittag bekannt. Hintergrund sei unter anderem ein volatiler, also schwankender Automobilmarkt und der Umstand, dass ein umfangreiches Kundenprojekt nicht wie geplant realisiert werde. Die Stadt Lauchhammer habe die Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, so Bürgermeister Mirko Buhr. Leider müssten die Umstände, die dazu geführt haben, respektiert werden. Er gehe dennoch davon aus, dass es allen Beteiligten gelingen werde, einen neuen Käufer und Investor für das Werksgelände zu finden. Ähnlich äußert sich auch Landrat Sigurd Heinze. Alle Beteiligten würden weiter mit dem gleichen Engagement an einer neuen Nutzung arbeiten und die Prozesse eng begleiten. Der Standort biete nach wie vor attraktive Voraussetzungen für eine moderne Industrieansiedlung, so Heinze. Der Kulturpark Wandelhof in Schwarzheide zeigt sich seit dieser Woche wieder frisch geputzt. Möglich gemacht hat das der Einsatz zahlreicher Einwohner. Rund 20 Schwarzheiderinnen und Schwarzheider waren Donnerstagnachmittag im Kulturpark Wandelhof aktiv. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Schmidt befreiten sie das Gelände von Müll und Unrat. Außerdem wurden Vandalismusschäden an den erst im September aufgebauten Parkbänken beseitigt. Unterstützt wurden die freiwilligen Helfer vom Technischen Außendienst und von Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Das Stadtoberhaupt hofft, dass die Aktionen künftig mehr Menschen sensibilisieren für den bewussteren Umgang mit den Sitzgelegenheiten und den Erholungsanlagen in Schwarzheide. Gleichzeitig bedankt er sich bei allen, die beim Frühjahrsputz mitgeholfen haben. Demnächst mehr dazu. Buchwalde ist am 28. Mai Ziel des nächsten Stadtteilspaziergangs in Senftenberg. Bürgermeister Andreas Pfeiffer will sich an Ort und Stelle Sorgen und Probleme erklären lassen und von den Buchwaldern erfahren, was gut läuft bzw. wo die Säge noch klemmt, schreibt die Stadt. Stationen der Runde sind unter anderem die Staumeisterei am Strandhotel und der künftige Eigenheimstandort am Buchwalder Dreieck. Der Stadtteilspaziergang endet bei einem kleinen Imbiss am Grillplatz Buchwalde. Startpunkt ist der Stadthafen am kommenden Dienstag um 17 Uhr. Nach der tollen Premiere des Kreiserntefestes 2022 in Muckwar laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage am 21. und 22. September im Senftenberger Ortsteil Peikwitz auf Hochtouren. Die Samen dafür wurden im wahrsten Sinne des Wortes am vergangenen Freitag gelegt.
Den Auftakt zum diesjährigen Kreis-Erntefest gab es am vergangenen Freitag in Peikwitz. Rund 50 Kita- und Schulkinder aus den umliegenden Ortschaften haben mit einem bunten Rahmenprogramm Kürbissamen auf einem Feld neben dem Veranstaltungsgelände gesät. Zum Kreis-Erntefest im September gibt es dann hoffentlich viele Kürbisse zum Schnitzen und für eine leckere Kürbissuppe. Mit dabei waren auch OSL-Landrat Sigurd Heinze und sein Organisationsteam, Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer sowie Vertreter des Organisationsteams der Gemeinde Peikwitz. Bereits jetzt ruft der Landkreis wieder zum Fotowettbewerb auf. Unter dem Motto Landleben von früh bis spät werden die schönsten Motive rund um das Leben auf dem Land gesucht. Die drei besten Bilder und der Publikumsliebling werden, ebenso wie die schönste Erntekrone, beim Kreis Erntefest am 21. und 22. September prämiert. Bäckerei-Azubis im OSL-Kreis erhalten zukünftig eine höhere Ausbildungsvergütung. Wer seine Lehre beginnt, gehe mit mindestens 860 Euro im Monat nach Hause. Und im dritten Jahr sind es 1.085 Euro, so Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Dazu komme bis Dezember ein Inflationsausgleich von 50 Euro pro Monat. Der neue Tarifabschluss gelte zudem für alle Betriebe ohne Ausnahme. Die Branche starte damit eine Azubi-Offensive. Denn nur so hätten die Bäckereien in Brandenburg die Chance, auch in Zukunft genügend Nachwuchs zu bekommen, so Riesner. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Der Jugendspielclub der Neuen Bühne feiert Premiere. An diesem Wochenende zeigt er die Inszenierung Hasenblues Stop von Uta Bierbaum. Auf die Bühne gebracht haben es die neuen Jugendlichen gemeinsam mit dem Theaterpädagogen Samuel Fink und Schauspieler Daniel Borgwardt. Eine weitere Vorstellung gibt es am 29. Mai. Der Parkfest- und Kulturverein Lindenau zieht ein positives Fazit des 67. Parkfestes. Gemeinsam mit allen Beteiligten sei wieder ein Wochenende vom Feinsten gelungen, schreibt Rudolf Kupfer. Positiv hervorzuheben sei auch der Auftakt für eine Spendenaktion zur Reparatur der Orgel in der Heilandskirche zu Lindenau. Die Seecampus-Bibliothek in Schwarzheide präsentiert am 31. Mai eine Diatonshow mit Thomas und Nina Mücke. Sie berichten über ihre Reisen zwischen Stettin und Königsberg. Der Vortrag biete Gelegenheit, eine Verbindung aus Reisebericht, Bild und Musik über diese Region zu erleben, so Peter Noack, Leiter der Campus-Bibliothek. Brandenburg sucht wieder die sportlichste Schule des Landes. In diesem Schuljahr richtet sich der Wettbewerb an weiterführende Schulen mit den Klassenstufen 7 bis 10. Im Mittelpunkt stehen Ideen zur Steigerung der täglichen Bewegungszeit der Schüler und die Beteiligung an schulsportlichen Wettbewerben. Bewertet werden unter anderem gemeinsame Aktionen von Lehrkräften, Schülern, Eltern und Schulpersonal, beispielsweise bei Sport- und Spielfesten oder die Beachtung außerschulischer Bewegungstrends im Unterricht. Die drei Siegerschulen erhalten insgesamt 3.500 Euro für weitere Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote. Die Bewerbungsfrist läuft vom 17. Juni bis zum 22. Juli online im schulinternen System Zensus. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Samstag wird angenehm bei sonnigen 14 bis 23 Grad und keinem Niederschlag. Gleich warm bleibt der Sonntag bei 14 bis 23 Grad mit einigen Wolken und Regen gegen Mittag. Der Montag verhält sich ähnlich bei 15 bis 23 Grad, einem ganztagsbedeckten Himmel, aber keinen Schauern. Europawahl und Kommunalwahl 2024. Sie sehen nun Wahlwerbung. Für den Inhalt der Wahlwerbung sind ausschließlich die jeweilige Partei bzw. die Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich. Pro Lauchhammer, Ihre Stimme für Liste 17, die gebündelte Kraft für Lauchhammer.
Pro Lauchhammer. Wir bitten um Ihre Stimme am 9. Juni 2024 für Lauchhammer. Europawahl und Kommunalwahl 2024. Sie sahen Wahlwerbung. Seit vergangenem Freitag kann die erste Bootssaison auf dem Großrieschner See starten. Dafür wurde in der Touristinfo an den Eberterrassen einige Unterschriften geleistet. Zumindest ein Teilerfolg, auch wenn aufgrund des starken Windes am Eröffnungstag keine Boote gefahren sind. Und natürlich gibt es jetzt schon die Frage, wann im Großrieschner See offiziell gebadet werden kann. Bleiben Sie dran! Hier zeigt er schon einmal, was in ihm steckt. Der Großrieschner See scheint ungemütlich an diesem 17. Mai 24, einem durchaus historischen Tag. Oberhalb der Wasserkante werden unterdessen Papierberge bewegt und Unterschriften gesetzt. Alles notwendig zur Teilfreigabe des Sees. Zunächst für ein reichliches Dutzend Boote und bald für weit mehr Badegäste. Angestoßen an diesen Tag haben die NMBV-Geschäftsführung, die beiden Seebürgermeister aus Großrieschen und Senftenberg, Landrat und erste Beigeordnete sowie der Vorsteher des Zweckverbandes LSB. Großrieschen musste auf dieses Pfingstwochenende lange warten. Seit dem Flutungsbeginn vergingen 17 Jahre. Vieles ist vorbereitet, die Sanierung ist abgeschlossen. Heute haben wir sogar noch Ostseewind. Und dass jetzt auch das Signal kommt an die Menschen, dass wir das jetzt auch nutzen können. Und das ist schon natürlich eine große Freude, weil wir Jahrzehnte darauf hingearbeitet haben. Und wenn es uns noch gelingt, bis Mitte, Ende Juni, das klang ja mehrfach an, auch die Strandnutzung noch möglich zu machen, dann wäre das noch mal ein weiterer ganz großer Schritt. Weil natürlich ganz offen, die Mehrzahl der Seenutzer sind natürlich diejenigen, die mit der Badehose oder mit ihrer Luftmatratze starten wollen. Und deswegen hoffen wir, dass wir das gemeinsam mit den Partnern auch noch hinbekommen. Grünes Licht für diese Teilfreigabe gab der Bergbausanierer LMBV. Dazu der Sprecher der Geschäftsführung Bernd Sablotny. Wir wollten ursprünglich 23, 24 schon die Restlochkette plus Großrieschen freigeben, aber wir hatten sehr trockene Jahre. Wir haben sehr starke Restriktionen an dem zentralen See, dem Sedlitzer See. Bestimmte geotechnische Arbeiten können nur bis zu einem bestimmten Wasserstand durchgeführt werden und für andere braucht man einen Mindestwasserstand. Und das heißt, wir mussten das Wasser im Großrieschener See tatsächlich danach steuern. Und jetzt ist es so, das Wasser steht bereit. Wir hatten einen sehr wasserreichen Winter und aus diesem Grunde stehen wir heute hier und können die Teilnutzung freigeben. Befahren dürfen den Großrieschner See ausschließlich vom OSL-Kreis genehmigte Boote. Einige davon steuern Mitglieder des Ilse-See-Sportvereins endlich auch auf ihrem Hausgewässer. Wir haben viele Jahre darauf gewartet, haben ein Vagabundenleben geführt, ein provisorisches über viele Jahre am Sedlitzer See. Es war auch eine prägende Zeit gewesen. Wir haben jetzt mit unserem Vereinsheim, was wir in Nutzung nehmen konnten, sehr gute Voraussetzungen geschaffen, um hier in der Stadt Großrieschen ein wichtiger Anker zu werden, auch für die vielen, vielen Jugendlichen, die hier vielleicht mal den See dann auch sportlich nutzen wollen, ob das nun ein Kajak ist oder mit dem Segelboot oder Rudern. Wir werden den See sicherlich vielfältig nutzen. Und auch kennenlernen, denn ein bisschen Erfahrung braucht es scheinbar für eine Fahrt auf den rund 8 Quadratkilometern Wasserfläche. Ja, der See hat tückische Stellen, sage ich mal. Wir haben hier nicht ganz einfache Verhältnisse. Wir haben den Randschlauch, der ein bisschen geschützt liegt, wo auch unser Vereinsheim ansässig ist. Wir haben aber eine relativ große Wasserfläche, über die der Winter natürlich auch angreifen kann. Aber ansonsten ist es eigentlich ein sehr schönes Gewässer für die sportlichen Aktivitäten, ob das Segeln ist oder Motorbootfahren. Ein weiterer Schritt ist also getan im Lausitzer Seenland. Nun hoffen alle auf den
wie ihn Thomas Zenker nannte, auf den großen Knall. Das ist der Punkt, wo wir hoffen, dass wir 2025 den nächsten großen Schritt gemeinsam erreichen können. Und dass wir dann natürlich noch mehr hoffen, hier als Region, dass 2026, wenn dann der ganz große Knall kommen soll, dass die Seenkette in Betrieb geht, dass bis dahin dann auch die Landesregierung Brandenburg und die Landesregierung Sachsen die Rahmenbedingungen dann festsetzen, damit dann wirklich eine uneingeschränkte öffentliche und damit auch touristische Nutzung möglich wird. Das geht leider zurzeit noch nicht und da müssen wir also noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Damit steht die Jahreszahl im Raum, die, nehmen wir die bisherige gesamte Bergbausanierung als Maßstab, nur noch etwas mehr als ein Augenzwinkern entfernt ist. Die Jahreszahl 2026. Die LMBV wird das schaffen. Wir haben uns darauf konzentriert, wir haben Prioritäten gesetzt, wir haben andere Dinge zurückgestellt, um dieses Ziel zu erreichen, um der Öffentlichkeit, um den Bürgern, um der Region tatsächlich auch wieder Landschaft zurückzugeben für eine attraktive Nutzung. Wir werden aber auch nach 26 in der Restlochkette weitere Arbeiten durchführen. Großrieschen wird davon fast unberührt bleiben. Hier haben wir es so gut wie geschafft. Aber wir werden alle Arbeiten nach 26 nur in der Winterzeit machen, außerhalb der Saison, damit wir den Tourismus nicht stören. Jetzt heißt es aber erst einmal Mast- und Schotbruch auf dem Großreschener See. An der Handbreit Wasser unterm Kiel sollte es bei maximal 55 Metern Tiefe nicht so schnell fehlen. Wandelbar, der Seenlandtalk, live aus dem Kulturhaus der BASF Schwarzheide. Unser Thema: Ein- und Mitmischen, die Kommunalwahl macht es möglich. Gibt es zwischen Lübbenau und Ortrand Politikverdrossenheit? Und was kann ein Ortsbeirat, eine Gemeindevertretung, die Stadtverordnetenversammlung oder der Kreistag alles bewirken? Diese und ähnliche Fragen zur Kommunalwahl am 9. Juni diskutiere ich unter anderem mit dem Landrat Sigurd Heinze, der Vorsitzende des Kreistages Martina Gregor Ness, dem Bürgermeister von Senftenberg Andreas Pfeiffer oder mit Robin Elias Jakubowski, einem Vertreter des Senftenberger Kinder- und Jugendparlaments. Schalten Sie ein am 29. Mai um 19 Uhr live bei Seenluft 24 im Fernsehen oder auf YouTube. Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Der WAL ist eine große kommunale Familie, die sich um das Lebensmittel Nummer 1 und um die umweltgerechte Schmutzwasseraufbereitung auf lange Sicht und Nachhaltigkeit unter allen Umständen kümmern will und wird. Der WAL, ein Fels in der Brandung, zuverlässig, stabil, kommunal, ein symbolischer Ring fest in der Hand der Kommunen. Zusammenarbeit, das kann man lernen. Das könnte das Motto auch für das zweite Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Oberspreewald-Lausitz sein. Das fand genau vor einer Woche statt und dabei hatten 18 Jugendgruppen ihre Zelte im Michael-Bautz-Sportpark Senftenberg aufgeschlagen. Ihr Lieblingsfernsehsender war natürlich wieder mittendrin. Bereits am Donnerstag rückten die ersten Betreuer der Jugendfeuerwehren des Landkreises mit der Ausrüstung an und bauten das Jugendzeltlager im Michael-Bautz-Sportpark in Senftenberg auf. 18 Jugendgruppen aus dem Landkreis hatten sich angemeldet und mittendrin auch die Jugendgruppe der Feuerwehr Lauchhammer Mitte. Worum es im zweiten Jugendlager des Kreisfeuerwehrverbandes Oberspreewald-Lausitz geht, beschreibt Jugendfeuerwehrwart Martin Hanisch. Dass unsere Jugendlichen hier Spaß haben, Kontakt mit anderen Jugendfeuerwehren kriegen und neue Kontakte knüpfen, auch für die Zukunft alles. Zusammenarbeit,
Die ist im Einsatz wichtig und das gilt für die Löschzüge und auch für die Jugendfeuerwehren. Sie absolvieren zum Beispiel gemeinsame 24-Stunden-Dienste, um sich auf die Arbeit in den Einsatzeinheiten vorzubereiten. Die Laucher Maraner pflegen eine enge Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr von Großrieschen. Ja, weil wir haben jetzt letztes Jahr mit denen zusammen eine Fahrt gemacht in die Sächsische Schweiz. Und da haben wir dieses Jahr wieder gesagt, wenn wir zusammen in der Nähe sind, da können wir auch was zusammen machen. Die Zusammenarbeit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, ist das Ziel dieses Camps. Damit soll schon der Feuerwehrnachwuchs auf die zukünftigen Einsätze vorbereitet werden. Ja, das ist eine ganz große Zielrichtung, die wir in der Feuerwehr haben. Das ist bei den Erwachsenen so, die müssen sich auch untereinander kennenlernen. Und bei den Kindern und Jugendlichen hilft es auf jeden Fall, dann später in den Einsatzabteilungen klarzukommen, weil einfach die Einsatzsituationen oftmals so sind, dass viele Feuerwehren zusammenarbeiten müssen. Da spreche ich nicht nur von Großbränden, Waldbrände in der Lieberoser Heide oder ähnliche Dinge, sondern auch Einsätze hier in unserem Bereich sind oftmals durch einzelne Feuerwehren aufgrund des Personalmangels gerade am Tage nicht mehr abzuerdecken. Und da lernen die Kinder gleich die anderen Nachbarfeuerwehren kennen und lernen Zusammenarbeit. Im Zeltlager treten gut 130 Kinder und Jugendliche bei der Lagerolympiade an. Und da sollte sich jede Jugendgruppe etwas einfallen lassen. Das gab so ein kleines Zusammenspiel zwischen den Jugendfeuerwehren und zwischen dem Fachbereich Lager und Fahrten, der ja von Marcel Ferchhoff hauptverantwortlich geleitet wird. Da gab es ein paar Vorschläge und die Gruppen haben auch sich da beteiligt und bestimmte Sachen vorbereitet, die dann heute im Laufe des Vormittags und am morgigen Sonntag nochmal Vormittag durchlaufen werden müssen von allen Gruppen. Bei den Wettkämpfen stand der Spaß im Vordergrund, denn die Torwand oder der Stiefelweitwurf hat mit dem richtigen, ernsten Feuerwehreinsatz wenig zu tun. Geschicklichkeit war dann aber schon beim Wasserbecher gefragt. Die Laucher Maraner haben sich etwas für den Tastsinn einfallen lassen. Unsere Jugendfeuerwehr hat sich einfallen lassen, Tasten zu erfüllen. Und zwar Feuerwehrgegenstände und Alltagsgegenstände, die man auch bei einem Feuerwehreinsatz mit hat. Weil es sind ja nicht nur die typischen Einsätze, die man in der Stadt hat. Wir von Laucher fahren ja auch überörtlich. Und da braucht man ja auch mal Alltagsgegenstände. Weil da ist man ja 24 Stunden im Einsatz. Das Zeltlager war auch für die Teilnehmer etwas Besonderes. Spät ins Bett, schlafen im Zelt und dann am nächsten Morgen noch die Wettkämpfe. Ganz toll und eigentlich finde ich es auch gut, dass es mal Zeit gibt, etwas später einzuschlafen und es auch Wettkämpfe gibt und so. Also ich hoffe, es wird auch noch ganz toll werden. Jetzt relativ gut, haben wir die erste Station gut gemeistert und meiner Meinung nach auch die zweite. Die Wettkämpfe finde ich cool, weil so wie die olympischen Wettkämpfe, so irgendwie so, finde ich cool. Mit einer Blaulichtmeile ging das zweite Jugendzeltlager der Feuerwehren zu Ende. Dabei wurde noch einmal deutlich, wie wichtig das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte ist. Das Zeltlager ist Geschichte und die Jugendfeuerwehren bereiten sich schon auf den nächsten Jahreshöhepunkt vor. Wir schauen schon auf den 22. Juni. Dort wird der immerhin schon 26. Kreisjugendfeuerwehrtag der Kreisjugendfeuerwehr OSL stattfinden in der kleinen Gemeinde Galen. Das ist ein Ortsteil der Stadt Vetschau, also ein Stück weit im Norden des Landkreises. Die Arbeit in den Jugendfeuerwehren ist extrem wichtig. Sie bilden den Nachwuchs aus, damit auch in Zukunft Löschfahrzeuge ausrücken können, wenn es brennt. Ganz egal, ob Hauptuntersuchung, Änderungsabnahme, Vollgutachten, Einzelgenehmigung, Gasprüfung oder Bewertung. Ob für Pkw, Anhänger, Motorrad, Oldtimer, Wohnmobil, Caravan, Lkw oder Traktor. Mit der Heller Prüfservice GmbH haben Sie Ihre GTÜ-Experten vor Ort. Freundlich, engagiert, mit Augenmaß und Sachverstand, so prüfen wir Ihr Fahrzeug. Heller Prüfservice, mehr Service für Ihre Sicherheit. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Wir bauen Landschaften und gestalten Ihren Garten. Bei uns erhalten Sie fachgerechte Beratung. Wir übernehmen für Sie Pflasterarbeiten. Wir gestalten Ihre Wege und Plätze. Wir bauen Treppen, übernehmen Ihre Gartengestaltung, Pflanz- und Pflegearbeiten oder Ihren Zaunbau. Wir stellen uns allen Herausforderungen im privaten Bereich und für Unternehmen. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Direkt an der B169.
Wenn Kinder in der Region ernste gesundheitliche Probleme haben, dann ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Lauchhammer die erste und beste Adresse. Noch vor kurzer Zeit sah das nicht so aus, da war die Kinderklinik in ernster Gefahr. Doch seit Dr. Caroline Stegemann das Zepter übernommen hat, ist in Lauchhammer viel in Bewegung gekommen. Herzlich willkommen zurück auf Station. Diesmal wollen wir hier am Krankenhausstandort Lauchhammer an den Ort schauen, wo unsere kleinsten Lausitzer behandelt werden. Ich habe mich mit Dr. Caroline Stegemann verabredet und die wartet da drin schon auf mich. Klinikroutine auf der Station für Kinder und Jugendliche in Lauchhammer. Doch das ändert sich hier von einem Moment zum nächsten. Plötzlich trifft ein Krankentransport ein. Das kleine Mädchen ist im Kindergarten von einem Klettergerüst auf ihr Gesicht gefallen und wird nun mit ihrer Mutti in die Kinderklinik gebracht. Oberarzt Dr. Sven Helfer nimmt sich mit Kinderkrankenschwester Annette Brockel der Sache an. Boah, super! Die leitende Chefärztin Dr. Caroline Stegemann erläutert derweil den Schwestern den neuen modernen Notfallrucksack. Fortbildung ist in Lauchhammer ein wichtiges Thema. Oh, habe ich jetzt die Runde ganz dicht durcheinander gebracht? Dann mache ich jetzt mit der Einweisung weiter. Frau Stegemann, wir haben schon gesehen, alle Hände voll zu tun, Rettungsdienst ist schon da gewesen, die ersten Notfälle sind hier. Was passiert eigentlich hier gerade auf der Kinderstation? Typischer Alltag in der Kinderklinik mit einer angeschlossenen Notaufnahme und mit stationärem Betrieb, das heißt den geplanten Einweisungen und den akuten Kindern und Jugendlichen, die akut zu uns kommen, die von den Eltern direkt kommen, gebracht oder die über die niedergelassenen Kollegen eingewiesen werden. Sie kommen ja jeden Tag aus Dresden hierher gefahren. Sie haben sich ja ganz bewusst entschieden, hier Chefärztin zu werden. Warum? Was zieht jemanden aus der Großstadt Dresden nach Lauchhammer? Die Möglichkeit, schnell viel verändern zu können und ganz aktiv mit den Kindern und Eltern zu arbeiten, mit einem hochmotivierten Team zu arbeiten. Wir haben hier den Riesenluxus, wir haben 15 Kinderkrankenschwestern, also 15 Krankenschwestern, 13 sind ausgebildete Kinderkrankenschwestern, 2 haben die Vertiefung über die Generalistik, das ist ein komplett super motiviertes, fachlich geschultes Team. Wir entwickeln gerade ganz viel gemeinsam und das in einem irren Tempo. Wenn Sie jetzt so die ersten Monate auf der Kinderstation so Revue passieren lassen, haben Sie schon einen Lieblingsort, den wir uns mal zusammen angucken können? Ganz klar, der Schockraum, also der Aufnahmeraum. Dann folge ich Ihnen einfach mal in Richtung Schockraum. Dann los. Frau Stegemann, wir hatten ja jetzt eine Situation, in der wir nicht ganz so viele Ärzte haben. Woran liegt es eigentlich, dass es so wenig Kinderärzte gibt? Prinzipiell werden insgesamt zu wenig Ärzte ausgebildet. Wir werden die nächsten Jahre sehr sicher in einen noch größeren Ärztemangel rutschen. Viele der Kollegen, die aktuell arbeiten, sind in ihren späten 50ern, Anfang 60ern und werden in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen. Und wir haben seit Jahren zu wenig Medizinstudenten sozusagen zum Studium zugelassen, ausgebildet. Und von denen, die das Studium abschließen, wissen wir auch, dass mehr als ein Drittel gar nicht in die klinisch-praktische Tätigkeit geht. Also gar nicht hier an den Kliniken und Praxen landet. Und viele, die hierher kommen, wählen große Fächer. Innere Medizin, Chirurgie und nur die positiv Verrückten wählen die Pädiatrie. Im Schockraum erwartet uns Schwester Annette. Sie wird sich jetzt schnell um den kleinen Romeo kümmern, der mit Atemproblemen zu kämpfen hat. Das, was ich beim Abhorchen höre, dass die Atemwege super eng sind, dass da diese Pfeifgeräusche da sind, das zeigt mir, da ist wieder akute Atemnot da und wir müssen die Inhalationsintervalle kürzen sozusagen und jetzt direkt schon mal inhalieren. Darf ich denn da gleich folgen? Ja, gern. Sehr gut, dann ich stehe am nächsten an der Tür, dann gehe ich schon mal los. Warum bist du Kinderkrankenschwester geworden? Ja, warum bin ich Kinderkrankenschwester geworden? Ich wollte schon, seit ich 10 Jahre alt bin, Kinderkrankenschwester werden, tatsächlich. Bin sozusagen in die Fußstapfen von meiner Mama getreten. Die ist nämlich auch Kinderkrankenschwester, ist aber schon in Rente und die hat ja auch im Haus gearbeitet. Und ich habe das immer bei ihr gesehen und fand das total toll. Mit Kindern arbeiten, das fasziniert mich einfach. Ihr wart ja mal diejenigen, die mir beigebracht haben, Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen. Was ist so anders bei Kindern?
Ja, da wir ja hier Kinder von 0 bis 18 betreuen, hat man ja auch die kleineren Kinder. Ja? Wenn wir jetzt das Frühgeborene oder Neugeborene nehmen, das muss ich schon sehr speziell beobachten. Ja? Das kann mir jetzt nicht sagen, wo die Schmerzen sind. Ja? Und da muss ich schon mein Augenmerk auf die Krankenbeobachtung richten. Wenn du jetzt die Inhalation vorbereitet hast, darf ich dann mitkommen? Ja, gern. Super. Ich würde noch mal mit der Inhalation kommen, ja? Das ist ja jetzt dran. So, dann würde ich das mal vorbereiten. Romeo, du wartest ja schon die ganze Zeit, ne? Die mach mal hier rein. Boah, das machst du ja ganz toll. Prima. Entwarnung gibt es mittlerweile auch bei dem Mädchen, das vom Klettergerüst gefallen ist. So, Lena, alles noch mal gut gegangen? Ja, schön. Nimmst du deine Kuscheltiere mit nach Hause? Gut. Wenn irgendwas ist, haben wir ja besprochen, ne? Wenn es ihr schlechter geht oder irgendwas, dann kommen sie wieder. Ansonsten einfach heute mal einen Tag ruhig machen. Vielleicht ein Eis essen gehen. Können wir mal sehen. Ich habe zwei Kugeln. Du hast was? Zwei Kugeln. Zwei Kugeln? Passen die überhaupt in deinen Bauch rein? Dann mach's mal gut. Große. Es ist 14 Uhr, Schichtwechsel in der Kinderklinik. Darf ich ganz kurz in der Diskussion stören? Helfer, wir haben jetzt schon relativ viel gesehen, Notfallgeschäft, wir haben den Schockraum gesehen, wir haben gelernt, dass Sie ganz, ganz viel tun hier in der Kinderklinik für die Ausbildung. Aber soweit ich weiß, kann man ja hier nicht nur als Notfall hinkommen, oder? Nee, natürlich sind wir auch hier, um alle diagnostischen Maßnahmen hier durchzuführen, die im ambulanten Bereich nicht tätig sind, nicht möglich sind. Das heißt, wenn Kinder mit komplexeren Erkrankungen, chronische Bauchschmerzen, die immer wieder kommen, wo man nicht so richtig ambulant dem habhaft wird, oder Kopfschmerzen, auch jetzt mit der neuen Chefin natürlich vermehrt Allergien und Nahrungsmittelallergien. Auch für diesen Bereich sind wir hier. Ist viel Arbeit, gerade mit dem neuen Team, auf jeden Fall. Und man geht oft müde nach Hause, aber es ist ein schönes Team und es macht Spaß, hier zu arbeiten. Doch mitten hinein in den Schichtwechsel ein neuer Notfall, diesmal im Kreissaal. Anlass für uns schnell von den Ärzten und Schwestern der Kinder- und Jugendklinik zu verabschieden. Das waren spannende Einblicke in einen Ort, den es so fast nicht mehr gegeben hätte. Denn bevor Dr. Caroline Stegemann und Sven Helfer hier die ärztliche Leitung übernommen hatten, stand die Zukunft der Pädiatrie ein Stück weit auf der Kippe. Dass das jetzt anders ist, das haben wir heute gesehen. Wir sagen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auf Station. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Suchst eine neue Herausforderung? Werde Teil unseres Unternehmens und bewirb dich am besten noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Let's go! Seenluft 24 hatte vor zwei Wochen eine junge Band aus Lauchhammer vorgestellt. Sie hatte ihre Wurzeln als Schülerband. Christina, Jona, Jakob, Mike und Richard haben nach ihrer Zeit als Green Forest die Wandlung zu The Florence angepackt und haben am Sonnabend ihr erstes Konzert im legendären Real Music Club in Lauchhammer gespielt. Und wir waren natürlich mit dabei. Es war ein großer Sprung für die ehemalige Schülerband. Neuer Name, neues Image, neuer Proberaum, neue Technik. Christina, Jona, Jakob, Mike und Richard haben sich ein komplett neues Programm erarbeitet und das hat sich rumgesprochen, denn der Saal füllt sich schnell am Premiereabend.
Das neue Image fühlt sich auch deutlich besser an, meint Sängerin Christina. Wir haben überlegt, weil Green Forest, wir heißen wirklich schon seit Anfang an so, und haben gefragt, passt das noch zu uns? Und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir wollen einfach von diesem Schülerband-Image ein bisschen weg und haben uns deswegen für The Florence entschieden. Hinter der Bühne wirken die fünf extrem gelassen. Da ist mehr Vorfreude auf das Konzert als das große Lampenfieber. Und dann zählt das Publikum den Star für das Konzert ein. But it's your life. Do you want to keep the faith? Just let me cut. Let's have been longer. I ain't gonna smile. And if I don't want to, it'll make me okay. Me like you. And I wish you would hold those colors to my eyes. Color of it's your feet that me on the days when we were young. Singing at the top of both our lungs. Das Erwachsenwerden von Christina, Jona, Jakob und Richard ist gelungen und das sagen die Gäste, die die Entwicklung erlebt haben. Also ich muss mir heute Abend, glaube ich, das Lächeln aus dem Gesicht schrauben, weil ich freue mich riesig für diese Band. Die haben auch einen unheimlichen Funken überspringen lassen. Das war große Freude, das mitzuerleben, die Geburtsstunde von The Florence. War sehr, sehr schön. Wirklich so junge Leute aus Lauchhammer direkt zu sehen, toll. Die Entwicklung, sensationell. Publikum natürlich auch die Eltern der Musiker und die waren deutlich aufgeregter als die Kinder. Nach dem Konzert Emotionen pur. Ich war schon aufgeregt. Ich fand das einfach toll. Ganz großes Kino. Es war spitze. Ich bin begeistert. Ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefallen hat. War das klasse? War das klasse? Aber hier, komm mal her. Das ist mein Sohn. Das passt gerade. Komm her. Hier. Das ist der Pianist, mein Sohn. Ah, super. Ja. Aber ich bin total begeistert. Also, die haben ja nicht viel verraten von ihrer Songauswahl, aber top. Also, herrlich. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Band selbst war nach den gut zwei Stunden zwar kaputt, aber überglücklich. Mega geil. Publikum hat mega mitgemacht, hat mega Bock gemacht. Das war auf der Bühne total geil für uns. Wir freuen uns auf alles, was kommt und hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Du bist auch nicht mehr aus zu bremsen, wenn es einfach richtig losgeht, ne? Ja, naja, wenn die Musik läuft, dann läuft sie. Und man ist halt auch dadurch geschwitzt. Ich glaube, das geht jedem so hier. Spätestens bis zum Sommer soll es dann auch erste eigene Titel geben. Die kommen ganz, ganz bald. Wir sind fleißig am Machen. Wir probieren, wir haben schon einige Songtexte und es kommt bald. Alle Texte sitzen noch nicht, da hilft nur ein kleiner Spickzettel. Der muss sein, der muss manchmal sein. Schon am Sonnabend sind Christina, Richard, Jona, Jakob und Mike die Headliner auf dem Stadtfest in Bautzen. Auch den 10. August können sich die, die das Premierenkonzert verpasst haben, schon in den Kalender eintragen, denn dann rocken die fünf die Bühne beim Hafenfest in Senftenberg. Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Sendung angekommen. Für Sie gibt es jetzt aber noch unseren Serviceteil vor der Kleinanzeigen und weiteren Infos. Bis bald, bleiben Sie gesund und seien Sie bitte nett zueinander. Ihr Stefan Thomas.